Fünf Tipps für eine gelungene Hypnose. Heute der fünfte und letzte Teil. Nutzen Sie die Kraft Ihrer Stimme. Herzlich willkommen zu den Hypnovita Hypno-Inspiratorials. Stimme ist ja für jeden Hypnotiseur sicherlich ein Thema, mit dem Sie oder er sich schon einmal beschäftigt hat. Nebst dem reinen Stimmtraining gibt es während der Trance viele Möglichkeiten, mit der eigenen Stimme zu spielen, Ihren Klienten je nach Bedarf zu aktivieren und Kraft in die Stimme zu packen oder ganz sanft, ganz weich zu werden und Ihren Klienten dabei zu unterstützen, sich ganz tief zu beruhigen. Einige Möglichkeiten, wie wir mit unserer Stimme während der Hypnose spielen können, ist 1. die Lautstärke, sodass wir einige Teile der Trance lauter sprechen und dann wieder viel, viel leiser werden. Wir können auch die Worte gerne mal hauchen, wenn das jetzt Parts sind, die nicht wirklich essentiell sind. Milton Erickson hat so schön von Subconscious oder Unconscious Confusion gesprochen. Er hat einen sehr tollen Spruch geprägt, dass Confusion always precedes Understanding, wäre also, dass die Konfusion, die bewusste Verwirrung, eigentlich immer der erste Schritt auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen sei. Und wenn wir uns überlegen, dass wir mit hypnotischen Induktionen ja immer auch irgendwo ein Stück weit das bewusste Denken in einen Zustand der Verwirrung führen wollen, dann macht das natürlich Sinn, dass wir diese ambiguösen Wechsel in unserer Stimme und unserer Sprache auch während der Hypnose nutzen. Das heißt, Punkt 1, Lautstärke. Mal laut und mal herrlich leise. Punkt 2, wie Sie mit Ihrer Stimme während der Trance spielen können, ist die Geschwindigkeit. Es gibt Induktionen, bei denen kann man unglaublich rasch beginnen. Und ich möchte, dass du dich jetzt nur noch auf meine Stimme konzentrierst und feststellst, wie das bewusste Denken denkt oder träumt und nichts mehr tun musst. Du jetzt überhaupt nichts mehr tun, außer, und jetzt können wir herrlich langsam werden, deinem Unterbewusstsein zu erlauben, alles zu verstehen und zu begreifen, was hier und heute für dich nützlich ist. Der Wechsel ist erlaubt, der Wechsel ist gewünscht. Das heißt, Punkt 1, Lautstärke, mal laut, mal leise. Punkt 2, Geschwindigkeit, mal schnell, mal langsam. Pausen, und da hatten wir ja auch schon einen Teil dezidiert zu dem wichtigen Thema der hypnotischen Pause, sind natürlich auch eine schöne Möglichkeit, mit der Stimme zu spielen. Um da noch ein bisschen mehr bewusste Verwirrung mit reinzubringen, können wir das machen, was ich gerade gemacht habe, mitten im Satz oder mitten im Wort die Pause einstreuen. Und das bewusste Denken des Klienten damit einzuladen, irgendwann zu merken, Mensch, das ist mir alles zu kompliziert, ich weiß überhaupt nicht, was er erzählt, sodass das Unterbewusstsein das Ruder übernimmt, sich öffnet und empfänglich wird für die heilsamen Botschaften und Suggestionen, die wir gemeinsam für unsere Klienten erarbeitet haben. Selbstverständlich ist auch der Klang Ihrer Stimme und die Art und Weise, wie Sie einzelne Parts betonen, sehr, sehr wichtig. Wir sprechen hier von dem analogen Markieren. Teile der hypnotischen Suggestion, die besonders wichtig und wertvoll sind, können wir durch unsere Betonung ein Stück weit hervorheben. Und während du jetzt ganz ruhig und mit jedem Atemzug tiefer und tiefer in diese wundervolle Entspannung hineingleitest, wäre jetzt zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, die Ressource der Entspannung herauszuarbeiten, wenn das etwas ist, wovon unser Klient profitiert, etwas ist, was ihm fehlt oder wovon er schlicht und ergreifend mehr benötigt. Mein Vorschlag an Sie und die Anregung, wie Sie eine bessere Hypnose in Zukunft durchführen können, ist: Üben Sie, spielen Sie mit Ihrer Stimme so oft und so lange, dass Sie Freude daran entwickeln, einen Wechsel mit reinzubringen, dass Sie sich selbst auch die Freiheit und die Erlaubnis geben, mit Ihrer Stimme spielen zu dürfen, weil wir sind es doch alle gewohnt, aus unserem Alltag auf eine ganz gewisse, uns eigene Art und Weise zu kommunizieren. Da mag es in der Hypnose schon erstmal sehr
anstrengend sein, mit unserer Stimme zu spielen, wenn wir das vorher noch nicht geübt haben. Und eine gute Möglichkeit, so eine Übung durchzuführen, wäre, nehmen Sie sich einen Text, zum Beispiel irgendwas aus der Tageszeitung, und lesen Sie diesen laut vor und bringen Sie immer wieder Wechsel in Ihre Stimme. Einen Teil lesen Sie schnell, den anderen langsam. Einen Teil lesen Sie sehr laut und den anderen wieder sehr leise vor. Betonen Sie Worte, die irgendwo eine gewisse Wirkung entfalten sollen, und entdecken Sie dabei selbst, wie leicht es Ihnen immer mehr und mehr fällt, mit Ihrer Stimme zu spielen und Ihren Stimmgebrauch kreativ einzusetzen, um Ihren Klienten eine wundervolle Trance-Erfahrung zu schenken.